Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zur Sternzeichenlegung für den ersten Monat im Jahr 2024. Und zwar sind wir jetzt hier bei dem Sternzeichen für die Jungfrauen. Das Ganze gestaltet sich so, es gibt eine Überschriftskarte aus dem Krafttierkartendeck von Stephen D. Farmer. Und dann seht ihr hier vier verschiedene Kartendecks mit den entsprechenden vier verschiedenen Bereichen. Und zwar ist das folgendermaßen. Wir haben den Bereich Liebe, den Bereich Finanzen, den Bereich Beruf, Berufung und die letzte Karte für euch als Fragesteller, egal welchen Geschlechts. Für diese Bereiche benutze ich die entsprechenden Kartendecks. Das heißt, für den Bereich der Liebe benutze ich das Kartendeck Licht und Schatten. Lenormand Deck von Angelina Schulze aus dem Angelina Schulze Verlag. Für den Bereich Finanzen benutze ich das Golden Magic Lenormand Deck von Gabriele Mokros. Für den Bereich Beruf, Berufung benutze ich das Epic Light Lenormand Deck von Kerstin Bergmann. Und zu guter Letzt für euch als Fragesteller benutze ich das Home of Love Deck von Anna Meyer. Für diejenigen, denen jetzt hier dieser Mischvorgang zu lange dauert, ich werde Zeitstempel reinsetzen, wann es mit der Deutung losgeht, sodass ihr hier nicht warten müsst oder ihr könnt natürlich auch vorspulen, wie gesagt, wie es für euch passend ist. Ja, ansonsten natürlich der Hinweis, es ist eine allgemeine Legung, das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend, was eigentlich, denke ich, auch logisch ist, dass eine Legung in einer allgemeinen Legung nicht auf so viele Zuschauer gleichzeitig passend sein kann. Allerdings bei den Sternzeichenlegungen weiß ich, dass es sinnvoll ist, wenn ihr so nach ein, zwei Wochen nochmal reinschaut. Weil dann zeigt sich auch oft, dass es bestimmte Bereiche sind, wo man sich dann doch wiederfindet, wo man sagt, doch, das hat genau für mich gepasst. Das war der Part, der für mich bestimmt war. Also das heißt, sinnvoll auf jeden Fall vielleicht nach ein, zwei Wochen nochmal einen Blick reinzuwerfen und sich dann zu vergewissern, ob da nicht doch was Passendes für einen dabei war. Ja, und ansonsten hoffe ich, ihr habt die Weihnachtstage wirklich gut hinter euch lassen können. Könnt jetzt wieder etwas relaxter nach vorne schauen. Gut, der Endspurt jetzt mit Silvester, aber das ist jetzt nicht mehr so extrem, denke ich, auf Familie getrimmt. Da gehen viele auch ihre eigenen Wege. Die Kinder und Eltern, egal in welcher Form. Sodass ich denke, dass dieser Hauptstress, den man so in der Vorweihnachtszeit hat, jetzt ein Ende gefunden hat. Und ich denke, das ist dann auch gut, sodass wir jetzt schauen können, was das neue Jahr hier für uns alle bereithält. Und jetzt komme ich hier noch einmal natürlich auch noch mein Dankeschön, möchte ich auch in dieser Legung nicht versäumen, zu danken für jeden Daumen hoch, für jeden netten Kommentar. Und ganz besonders danke ich all denen, die hier wirklich das Glöckchen aktiviert haben. Ihr habt mich in diesem Jahr wirklich positiv überrascht. Es ging doch sehr schnell und toll nach oben. Das heißt, ich kann steigen in der YouTube-Community. Das gelingt nur mit der Hilfe, mit eurer Hilfe, wenn ihr das Glöckchen aktiviert. Aber das schmälert nicht mein Dankeschön für jeden Daumen hoch und für jeden netten Kommentar. Ich freue mich einfach über eure Resonanz und dafür bedanke ich mich. Und jetzt schauen wir, was erwartet die Jungfrau Geborenen
im Monat Januar 2024. Da habt ihr als Krafttier das Opossum mit der Überschrift Strategie. Halte einen Einsatzplan bereit. Naja, ich denke, viele von den Jungfraugeborenen haben immer einen Einsatzplan, weil der Jungfraugeborene ist keiner der Sternzeichen, die jetzt spontan holterdiepolter eine Entscheidung treffen. Der Jungfraugeborene ist organisiert und überlegt genau, welchen Schritt er wann vornimmt. Aber vielleicht zum Unterstreichen, halte einen Einsatzplan bereit. Wir schauen in den Bereich Liebe. Hier weise ich noch einmal darauf hin, weil ich oft von manchen in den Kommentaren höre, ich habe keinen Partner. Der Bereich Liebe bezieht sich nicht nur auf die Liebe in Partnerschaften. Liebe ist ein Überbegriff. Liebe empfinde ich für meine Kinder, für meine Eltern, für meine Geschwister. Egal in welcher Form, ihr müsst nur sehen, wo ihr steht und dann entsprechend die Aussage bitte zuordnen. Und wir schauen, was hier bereit liegt. Hier haben wir die Fische, hier haben wir den Ring, hier haben wir das Kind, wow, und das Karma-Kreuz. Also in der Liebe erreicht es bei vielen ein Hoch in der Emotion. Also hier wird sich emotional, denn wir haben hier zwar die Fische, die ja hier für Finanzen stehen, aber auch für Emotionen. Also emotionale Fülle oder finanzielle Fülle. Im Bereich der Liebe deutet man die Fische als emotionale Fülle. Das heißt, hier wartet wirklich auf viele in dem Bereich Liebe emotionale Fülle. Und diese ist wirklich ja, manifestiert durch Beschlüsse, durch Verträge. Das heißt, für viele kann es auch ein Monat von Verlobung werden, von Hochzeit. Auf jeden Fall beginnt im Januar schicksalhaft ein Neuanfang im Bereich der Liebe, der ganz viel, wie gesagt, Emotionen bereithält und der euch auch hier in einen neuen Kreislauf bringt. Einen neuen Kreislauf, der hier mit dem Kind unterstrichen den Neuanfang verdeutlicht. Und dieser Neuanfang im Liebesbereich ist schicksalhaft vorbestimmt. Also hier wartet emotionale Fülle in der Liebe. Ordnet es zu, für wen in welchem Bereich der Liebe es bei euch passt. Wir schauen bei den Finanzen. Da haben wir den Baum. Da haben wir die Lilien, da haben wir den Reiter und da haben wir den Mond. Der Baum spricht für Gesundung. Das heißt, für viele Jungfraugeborenen stabilisiert sich der Finanzbereich. Es kommt hier Ruhe rein, es kommt Harmonie rein. Hier wartet eine positive Nachricht, die ihr schon sehnsuchtsvoll erwartet habt. Das heißt, hier sind Nachrichten auf dem Weg zu euch, mit dem Reiter, sehr schnell, die ihr schon lange erwartet habt und die euch endgültig so, ja, diese Gelassenheit bringen, die, wo man sagt, wow, jetzt fällt eine Last von mir ab. Und damit geht ihr in die Gesundung. Der Baum zeigt, ist das Zeichen der Gesundung. Ihr könnt euch neu verwurzeln, ihr könnt an Kraft gewinnen. Und wieder positiv nach vorne schauen und gelassener nach vorne schauen. Und vielleicht ist es da genau passend diese Überschrift. Halte einen Ersatzplan bereit. Also wenn das eine nicht so funktioniert hat, dann ist es sinnvoll,
noch einen zweiten zu haben. Wir schauen Beruf, Berufung. Da haben wir zum einen das Buch, den Storch, den Ring und euch als Fragesteller. Egal, welchen Geschlechts ihr hier zuschaut, die 29 ist in einer allgemeinen Legung mit dem Lenormand-Karten immer der Fragesteller. Das heißt, für diejenigen, die noch im Berufsleben stehen, können sich hier positive Veränderungen zeigen. Das Ganze kann zusammenhängen mit Weiterbildung, was hier vielleicht auch mit Verträgen und Beschlüssen unterstrichen wird, gefestigt wird. Für euch als Fragesteller. Das heißt, man kann hier mit dem Buch dazu lernen und dieses, was man lernt, hilft einem weiter zu positiven Veränderungen und zu entsprechenden Vertragsunterzeichnungen. Für diejenigen, die jetzt sagen, ich stehe nicht mehr im Beruf, mag es eine Berufung sein. Es kann sein, dass ihr etwas, ein wunderbares Hobby vor Augen habt, wozu ihr euch berufen fühlt, dieses umzusetzen. Auch da passt es, indem man sagt, lernt noch dazu. Bildet euch weiter auf dem Gebiet, was ihr ins Auge gefasst habt. Und wenn ihr euch weitergebildet habt, dann seid ihr bereit für diese positiven Veränderungen. Dann setzt sich für euch hier ein neuer Kreislauf in Bewegung. Also schaut auch nach vorne, wenn ihr nicht mehr im Berufsleben seid. Lernt dazu, um trotzdem etwas Positives hier in Gang zu setzen. Und wir schauen zu guter Letzt für euch als Fragesteller, wartet hier der Hund, das Kleeblatt, die Schlange und der Traumfänger. Für euch als Fragesteller zeichnet sich das Ganze für mich so ab. Ihr habt treue, loyale Freunde an eurer Seite, die euch hier auch aus Verstrickungen raushelfen können und euch helfen, so ein bisschen ja, wieder ins Glück zurückzufinden. Also ihr habt vielleicht auch eine Phase hinter euch, ja, wo man so das Gefühl hatte, man tritt auf der Stelle, man kommt nicht mehr vorwärts, man kommt nicht mehr so richtig in Gang, nicht mehr weiter. Ihr werdet, wie gesagt, unterstützt von treuen, loyalen Freunden, die euch da helfen, herauszufinden. Und manchmal ist es so, hier gehen auch vielleicht mit dem Traumfänger Träume in Erfüllung. Das heißt, man kommt so, man hat Visionen für das, was man für die Zukunft plant. Das ist so ein, ja, wie so ein siebter Sinn. Ich sage mal, ihr habt so dieses Gefühl, ich spüre, dass sich hier etwas verändert. Ich spüre, dass der Januar mir diese Veränderung bringt, mir raushilft aus diesen Verstrickungen, mir zur Gesundung verhilft, mir das kleine Glück bringt und das auch noch mit Hilfe von treuen und loyalen Freunden an eurer Seite. Und zu guter Letzt ziehe ich jetzt noch eine Karte aus dem wunderschönen Deck Signale aus dem Zauberwald von den Naturflüsterern. Ich mag diese Karten unheimlich gerne. Da ist immer nur ein Hinweis, aber der ist aussagekräftig genug. Nee, das sind zu viele. Eine bitte. Eine Karte hätte ich nur gerne. Als Abschluss. Nee, eine bitte. Bitte eine Karte hätte ich gerne. Da ist sie. Und da haben wir die Überschrift, bleibe im Vertrauen. Ja, egal in welchem Bereich du siehst, es geht aufwärts. Emotionale Fülle.
im finanziellen Gesundung nachrichten, die wirklich dazu verhelfen, in die Ruhe, in die Harmonie, im Beruf positive Veränderungen und auch für dich als Fragesteller nach vorwärts, nach vorne schauen. Es geht aufwärts. Der siebte Sinn hilft dir zu erkennen, du bist auf dem richtigen Weg. Und hier, diese Aussage unterstreicht das Ganze. Bleibe im Vertrauen. Ich wünsche euch einen fantastischen ersten Monat im Jahr 2024 und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe für euch. Bis bald.